erste Fußballfest der neuen Saison fand im Berliner Olympiastadion statt. Tolles Wetter, volles Haus. Mit einem 5:2-Sieg gegen Hansa Rostock wurde Hertha der erste Tabellenführer. Und da ist René Schneider und da ist das Tor für Hansa. Ja, gibt's denn sowas? Nur einen kurzen Stimmungsdämpfer brachte René Schneider, der aus Dortmund nach Rostock zurückgekehrt war. Die Führung für Hansa. Den Ausgleich brauchte Hertha nicht mal selbst zu besorgen. Das übernahmen schon die Gäste per Eigentor. Uwe Ehlers war der Pechvogel. Das erste Eigentor seiner Bundesliga-Karriere. Kretschok schaut. Deißler. Und dann Alidai. Der fliegende Iraner. Er macht sein Tor hier im ersten Bundesligaspiel für Hertha BSC. Alidai war von München nach Berlin gewechselt, mit großen Hoffnungen und Erwartungen, die er leider nie ganz erfüllen konnte. Sein erster Arbeitstag war bereits einer seiner schönsten. Die zweite Hälfte und Fußball, wie man ihn sich zum Auftakt wünscht. Das 3:1 durch Darius Wosch. Kollege René Tretschok rannte im Sprint über das halbe Spielfeld, erzielte das 4:1. Magnus Arvidsson, Rostocks neuer Schwede, traf noch einmal für Hansa und dann setzte Sebastian Deißler den Schlusspunkt. Freistoß für die Berliner. Drei Mann am Ball, wer schießt? Deißler! Drin! Basti Fantasti hat zugeschlagen. Mir ist natürlich wichtig, dass wir heute 5:2 gewonnen haben vor 65.000 und es hat riesen Spaß gemacht. Olli, herzlichen Glückwunsch zum 68. Geburtstag. Ich habe dir ein paar Blumen mitgebracht. Danke, esse ich später. Gleich am zweiten Spieltag trafen die beiden großen Rivalen aufeinander. Bayer gegen Bayern. Behutsam, vorsichtig, Emerson. Da ist er wieder am Ball. Emerson und da ist Kirsten und der macht's. Der macht das 1:0 für Bayer Leverkusen. Immer wenn es gegen die Bayern geht, dann ist er da, der Schwatte. Ulf Kirsten trifft zum 1:0. Plötzlich und unerwartet, sage ich mal. Denn eigentlich hatte hier alles mit einem 0:0 gerechnet. Babbel, der ärgert sich. Klar. Dieses Wort war einfach abzulesen vom Mund von Ottmar Hitzfeld. Und da ist Neuville. Da ist es. 2:0. Oliver Neuville. Mit diesem Sieg unterstrichen die Leverkusener ihre Ambition, in diesem Jahr nicht schon wieder nur die Nummer 2 hinter den Bayern zu sein. Ja, wer beständig am Titel knabbert, sagen wir mal so wie der Biber, der immer am Baum knabbert, irgendwann fällt das Ding mal um. Ne? Und so knabbern wir da ran und ich hoffe, dass das Ding umfällt und die Schale in Leverkusen landet. Die Mannschaft der Stunde war sicherlich Eintracht Frankfurt. In der Vorsaison beinahe abgestiegen, legten sie nun mit Trainer Jörg Berger einen furiosen Saisonstart hin. In Freiburg schafften sie nach einem 0:2 noch einen 3:2-Sieg. Zweimal traf Bashiru Salou. Eintracht eroberte die Tabellenspitze und Salou und Guimien die Herzen der Fans. Aufsteiger Ulm empfing einen der großen Meisterschaftsfavoriten, Borussia Dortmund, das neue Star-Ensemble, bei dem sogar Andreas Möller anfangs nur einen Platz auf der Bank hatte. Der BVB mit dem neuen, mit Eva Nilsson. Giuseppe Reyna. Reyna, schön noch weitergeleitet auf Bobic und drin das Ding. Zack, so schnell kann es gehen. 0:1 in der 12. Minute. Der BVB schaffte den ersten Auswärtssieg seit langem und hoffte damit, die große Schwäche der Vorsaison überwunden zu haben. Der FC Hollywood lieferte zeitgleich die ersten Schlagzeilen. Die Watschen-Affäre. Bijente Lizarazu und der gute alte Lothar hatten sich im Training gegenseitig eine gelackt.
Dramatik pur bei Frankfurt gegen Bayern. Die Wende mit Torwart Tarnert. Gleich im Bundesliga-Rückblick 99-2000. Herbert Fandl schrieb Bundesliga-Geschichte. In Rostock schickte der Schiedsrichter 4 Ulmer Spieler und dazu noch ihren Trainer vom Platz. Gelb-Rot, Platzverweis für den Holländer, völlig zu Recht. Der hatte schon Gelb und dann gab es natürlich Gelb-Rot, der zweite Platzverweis der Ulmer. Der Fußball und die Musik, seine Leidenschaften. Herbert Fandl wird diese Hinrunde so schnell nicht vergessen. 4 Platzverweise für ein Team, Bundesliga-Rekord. Ich erinnere mich nicht so sehr gerne an diesen Tag. Das ist etwas, das zwar vielleicht in die Geschichte eingeht, aber ich glaube nicht, dass ich darauf stolz sein sollte. Ja, es war sicher ein Ausnahmezustand auch nach dem Spiel, auch für mich. Ein besonderer Druck, der auch nach dem Spiel noch auf mir lastete. Seit 21 Jahren ist er Schiedsrichter, doch sowas wie in Rostock war ihm noch nie passiert. Trotz fehlerloser Leistung, für Herbert Fandl bleibt es eine unangenehme Erinnerung. Rot, Platzverweis, Nummer 3 für einen Ulmer Spieler und Weiß kann es nicht fassen. Platzverweis Nummer 4 für den SSV Ulm, Nummer 4. Das gibt's doch nicht, die erste Liga Soccer Schiedsrichter, Skandal! Der neue Tabellenführer HSV fertigte im neuen Volksparkstadion die Berliner ab. 5:1, dreifacher Torschütze Roy Präger. Und dann geht's ganz schnell, Cardoso auf Präger, der marschiert und trifft zum 3:0. Sein zweiter Treffer heute und ab zur Komplimenteausgabe. Jubelt Leute, ich will euch hören. Er war völlig losgelöst, der Roy Präger, und voller Feuer. Und der HSV. Zur Abwechslung mal über rechts. Groth ist das. Auf Madawikia. Der ist ganz alleine vor Kiraj. Präger ist mitgelaufen. Tor. Das 4:0. Prägers dritter Treffer. Der Mann des Tages, also Roy Präger. Er profitierte von einer desolaten gegnerischen Abwehr. Und er wurde mit seinem heutigen Tordrang endgültig zum Liebling der Massen. Seht ihr, 3 Stück habe ich gemacht und alle 3 heute. Rebellion auf dem Betzenberg. Ciriaco Sforza hatte öffentlich König Otto kritisiert. Das hatte sich beim Trainerhalbgott noch niemand getraut. Natürlich niemals in einem Menschen so getäuscht wie in Herrn Sforza. Er hat mich diffamiert. Das kann er in keiner Firma machen und bei uns auch nicht. Für dieses eine Spiel in Bremen wurde Sforza suspendiert und Lautern ging völlig unter. Werder Bremen, 46. Minute. Rade Bogdanovic. Bogdanovic, 3:0. Hinten, Frings holt sich den Ball. Thorsten Frings, 4:0, das gibt's. Und dann Dabrowski. Salou ging da rein, gegen Kufu und Kahn, der liegt am Boden. Ich meine aber, es war ein ordentlicher Zweikampf. Vielleicht ist Kahn sogar vom eigenen Mann getroffen worden, von Samuel Kufur. Oliver Kahn, mein Gott, der ist gerade erst wieder gesund. Frankfurt gegen Bayern, eines der dramatischsten Spiele der Saison. Nationaltorhüter Oliver Kahn blieb ohnmächtig, nachdem ihn sein Mannschaftskamerad Sammy Kufur mit dem Knie an der Schläfe traf und ausnockte. Bernd Dreher, der Ersatztorhüter, kam ins Spiel. Aber zum Entsetzen des Bayern-Trainers verdrehte der sich kurz darauf das Knie und konnte ebenfalls nicht weiterspielen.
Zu diesem Zeitpunkt lagen die Bayern mit 0:1 im Rückstand. Und nun war natürlich guter Rat teuer. Diskussionen und am Ende eine verrückte Lösung. Michael Tarnert wurde vom Spieler zum Keeper umfunktioniert. Eine halbe Stunde lang stand Tarnert zwischen den Pfosten und kassierte kein Gegentor. Ein verrücktes Spiel. Ja, das war eine schöne Sache. Das war wie die Katze, wie damals wieder Sepp Maier, bin ich da hochgehechtet nochmal und habe einen Ball rausgepflückt. Und die Bayern bogen das Ding sogar noch um. Erst Giovane Elber und dann Sammy Kufur trafen und machten aus dem 0:1 noch ein 2:1. So eine Leistung, wie wir heute gezeigt haben, kann ausschlaggebend sein für eine ganze Saison, wenn du quasi aus dem Spiel draußen bist und dann wiederkommst und das Spiel dann so gewinnst und mit so einer Dramaturgie, dann ist das schon was Besonderes. Für Kufur war der Siegtreffer natürlich von ganz besonderer emotionaler Bedeutung, weil er in seinem Übermut Kahn verletzt hatte und weil er ohnehin für seine ungestüme Art immer wieder in die Kritik geraten war. Kufur, der strenggläubige junge Mann aus Ghana, suchte in diesen Tagen Halt in seiner Baptistengemeinde. Ein Spieler kann schlechte Monat haben oder schlechte Woche haben, aber bei mir war ein bisschen anderes Problem. Das ist, meine Eltern waren beide krank und Kopf war nicht ganz frei. Und Gott sei Dank, ich habe hier meine Eltern gebracht und eine Operation gemacht und alle beide sind gut zusammen jetzt. Und jetzt mein Kopf ist frei zum Fußball wieder spielen. Am gleichen Spieltag gab es in Wolfsburg ein erneutes Torfestival der Bremer, ein 2:7. Und gleich zwei Werder-Spieler erzielten jeweils 3 Tore in diesem Spiel. Marco Bode und Pizarro, Bremens neuer Spielmacher aus Peru. Maximov, Flock für Frings eingewechselt, hat jede Menge Platz und da ist er wieder. Pizarro, Glückwunsch zum lupenreinen Hattrick. Den Ball will er mitnehmen. 6:2 für Werder Bremen in der 83. Minute. Pizarros 6. Tor in 3 Spielen, in den letzten 3 Spielen. Es tut mir leid für alle Wölfe, aber es war ja schließlich noch nicht Schluss. Und Werder kannte keine Gnade gegen den wohl doch Lieblingsgegner. Da hätten wir das Nächste. Marco Bode, 2:7. Unglaublich, sein 3. Treffer. Wie im Training gegen eine sich nun doch völlig aufgebende Mannschaft. Die höchste Heimniederlage auf jeden Fall für den VfL Wolfsburg, die sich da anbahnte. Und Thomas Schaaf, er wollte es auch nicht glauben. Nach dem Debakel gab es ein überraschendes und ungewöhnliches Geständnis des deprimierten Wolfsburger Trainers. Ich habe es zu der Mannschaft gesagt, die Niederlage nehme ich auf meine Kappe. Bei der Aufstellung habe ich ja den ein oder anderen Fehler gemacht. Oh, ich gehe lang, wo es mir passt, die nasser Lappenschenker. Das habe ich gehört. Unverschämtheit, ja, zurück oder ich stelle Sie vom Platz. Jawohl! Ach, vom Platz stellen. Wie wollen Sie mich denn vom Platz stellen, Sie Komiker? Ich bin doch gar nicht auf dem Platz. Rehagel und Sforza hatten sich verblüffenderweise wieder zusammengerauft. Trotzdem hatte Lautern bei den immer stärker werdenden Leverkusenern keine Chance. 5,5 Jahre haben sie nicht mehr gewonnen gegen Lautern zu Hause. Vielleicht jetzt, Ulf Kirsten, es passiert. Das 2:1 vom Pfosten springt die Kugel noch ins Tor. Kirstens zweites Saisontor, wieder ein ganz wichtiges. Und Axel Roos hatte ihn bisher ganz gut im Griff gehabt. Ausgegangen war das Ganze von Nowotny. Dann Ponte, herrlich, direkt gespielt. Emerson, schauen Sie, ohne jeden Blickkontakt setzt der Kirsten ein, bringt ihn hervorragend ins Spiel. Und das zeichnet einen Goalgetter aus. Einmal kurz schauen und dann draufhalten und auch noch treffen. Christoph Daum, die Pose eines Siegers. Roos einen Schritt zu spät und der Mann für die entscheidenden Tore. Lange musste er warten heute Nachmittag, aber jetzt kam alles aus ihm heraus. Seht her, ich bin's, ich der Mann für die bedeutsamen Tore.
Und Kirsten traf gleich nochmal zum 3:1 Endstand. Die Bayern mussten sich an diesem Spieltag im eigenen Stadion dem VfB Stuttgart mit 0:1 geschlagen geben. Kufur gegen Garnea. Kufur gegen Garnea und Schiedsrichter Fröhlich pfeift zur Freude natürlich von Garnea 11 Meter. Balakow gegen Kahn. Balakow in der Bundesliga. Bisher 10 Elfer und 10 Tore. Und heute 0:1. Die Erlösung des Krasimir Balakow in der 75. Minute. Der VfB führt hier sogar verdient mit 1:0. Raus aus der Krise in München. Ja, im Tennis sagt man Breakpoint, ne, oder? Breakpoint. Das unverwertet aber. Das haben wir genützt. Ja. Es war sehr wichtig, dass wir da 3 Punkte machen. Eine Woche später war auch Kaiserslautern wieder oben auf. Dank einer Galavorstellung des Weltmeisters in der Pfalz, Juri Djorkaeff. Für die Zuschauer war es ein hervorragendes Spiel. Sie haben 6 Tore gesehen und einen Juri Djorkaeff, der die Glanzlichter gesetzt hat durch seine Art, Fußball zu spielen, durch seine Leichtfüßigkeit und durch seine Ideen und seine Inspiration. Und das ist schon, er hat gespielt wie ein Weltmeister. Und Haching hinten völlig offen, Ratinho. Ratinho schön auf Djorkaeff, gibt's das. Klasse, sensationell, der hat halt das Feingefühl im Füßchen. 3:1, 66. Minute. Juri Djorkaeff, Ball gespielt. Prost raus, im feinsten Johnson-Stil der Sprint nach vorne und dann der perfekte, gefühlvolle Abschluss. Klasse! Jetzt kam deutlich weniger von der Spielvereinigung, die hier lange Zeit gut mitgespielt hatte, dann Marschall und Djorkaeff. Da war er wieder. Das 4:2 in der 82. Minute. Auch in Dortmund hatte ein neuer Star seinen großen Auftritt, Viktor Ikpeba. Die Geschichte des Nigerianers beim BVB ist eher traurig. Der teuerste Einkauf der Clubgeschichte geriet zum Flop. In diesem einen Match gegen Rostock allerdings spielte er seine Gegner schwindelig und machte seine Mannschaft zum Tabellenführer. Möller, dann Ricken. In der Mitte steht Ikpeba, kein Abseits, Ikpeba! Da ist es passiert. Das erste Bundesliga-Tor für Viktor Ikpeba. Na also, es geht doch. Dortmund wurde jetzt auch in den Zweikämpfen stärker und dann Giuseppe Reyna macht er ganz alleine. Reyna, 2:0. Billy the Kid Reyna vor 62.500 im Westfalenstadion. Und die meisten davon waren jetzt natürlich sehr zufrieden mit ihrer Borussia. Billy Reyna avancierte zum neuen Dortmunder Publikumsliebling. Letzte, vorletzte Spielminute. Noch einmal Reyna. Reyna. Raus damit. Und dann Dede. Der hat noch kein Tor geschossen bisher. Dede. Vorteil. Ikpeba. 3:0. Sein zweites Tor am heutigen Tag. Er möchte doch die Welt umarmen. Viktor Ikpeba. Da machten sie allesamt den Diver. Ich glaube, heute hat sich meine Karriere in Dortmund zum Guten gewendet. Es war die schwerste Zeit in meiner Karriere. Der Ärger mit dem Verein und dann auch mit der Polizei. Aber jetzt bin ich wieder da. There's nothing special in life to go through difficult times. Now I'm back, I'm happy. Nein, die Wende zum Guten war es nicht. Weder für Ikpeba noch für den BVB. Auch wenn die Tabelle an diesem Tage etwas anderes verhieß. Da sah es so aus, als ob der BVB wie zu Hitzfelds Zeiten gen Meisterschaft galoppiert. Überraschend auf 4 der SC Freiburg, noch vor den Bayern, die gerade einen kräftigen Durchhänger hatten und auch auf Schalke nur ein 1:1 erreicht hatten. Der Tabellenführer stilgerecht fein gemacht zum Kirchgang. Etwa gemeinsames Frohlocken wegen der Tabellenführung? Nein, sie feiern Hochzeit, die von Jens Lehmann.
Das ist die Braut Conny. Und in Dortmund, da feiern sie die Wiedergeburt alter BVB-Stärken. Siegeswillen, Einsatzbereitschaft. Gestern in Dortmund, Tag der neuen Einheit. Es ist schön, wenn man ganz oben steht und es wird der Mannschaft weiter Sicherheit und Selbstvertrauen geben. Und ich hoffe, dass wir das dann, wenn es wieder losgeht, auch auf dem Platz umsetzen können. Und in München gibt es hier etwa kollektives Frustsaufen nach 4 Spielen ohne Sieg. Hält man die schlechte Stimmung vielleicht nüchtern gar nicht mehr aus? Nein, die Bayern haben Moral gezeigt und es verdient Respekt, wie sie voran der Kapitän Stefan Effenberg in Unterzahl auf Schalke noch den Ausgleich schafften. Eine Würdigung macht Sinn, auch von den befangenen Beteiligten. Dann habe ich einen FC Bayern gesehen, der nicht aufgesteckt hat, der sein wahres Gesicht gezeigt hat, zum Schluss dem Sieg näher war, mit einem Mann weniger wie die Schalker Mannschaft. Trotzdem der Meister weit weg vom Optimum. Die Unzufriedenheit spürbar sichtbar in solchen Aktionen. 5 Punkte Rückstand zum alten Rivalen aus Dortmund, wo aus Sorgen plötzlich Glückskinder werden. Viktor Ekpeba, sein Motzen kostete ihn 15.000 Mark Geldstrafe. Gestern Garant für die Siegprämie. Er will nicht mehr weg. Seit gestern ist er erst richtig da. Solche Geschichten garantieren den Erfolg. Und bei den Bayern wird ein Sorgenkind langsam zum Problemfall. Sami Kufurs neuer Aussetzer. Beim Platzverweis hat er sich dumm angestellt und da ist er noch übermütig, da fehlt ihm noch die Routine, er ist ein junger Spieler und ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht, aber das war unnötig. Wie geht es den Bayern denn jetzt? Wirklich gut oder wird nur alles schön gefeiert? Aber ein Alarmsignal, Mario Basler selbst auf dem Oktoberfest nur mit Wasser, hier stimmt was nicht. FC Bayern heute Nachmittag, wo ist Mario? Alleine beim Reha-Training vielleicht, irgendwo da hinter diesen Fenstern. Am Montagabend, genauer gesagt so um 3 Uhr früh, war er und Kollege Sven Scheuer auch in Reha, in Regensburg, in dieser Pizzeria. Nach unserem bisherigen Ermittlungsstand soll ein bisher unbekannter junger Mann mit 2 Spielern des FC Bayern München in dieser Gaststätte einen Streit provoziert haben, in deren weiteren Verlauf dann ein Spieler des FC Bayern München diesem unbekannten Gast einen Faustschlag versetzt haben soll. Scheuer soll zugeschlagen haben und Marios eigenwillige Form des Fitmachens wird Folgen haben. Morgen Abend ist Präsidiumssitzung. Ich möchte jetzt nicht in die Details gehen und hier alles abhandeln, was für Möglichkeiten es gibt, das werden wir dann bekannt geben. Mario in Not, das Atletico Madrid-Angebot, vielleicht eine Erfindung seines Managers? Das, was bisher in den Zeitungen steht, das sind irgendwelche Erfindungen, die man normalerweise unter Grimms Märchen einzustufen hat. Basler, kein Interesse, ich weiß von nichts. Lo siento. Alles sehr geheimnisvoll, ob Regensburg oder Madrid, Zeugen gesucht. Super Start für den FC Bayern. Das Leben ist ernst und heiter ist die Kunst. Der 3:1-Sieg des FC Bayern gegen Berlin stand an diesem Tag völlig im Schatten der Pizzeria-Affäre, die mit der Suspendierung von Basler und Scheuer kurz nach dem Spiel ihren Höhepunkt erlebte. Der FC Bayern legt beiden Spielern nahe, sich umgehend einen neuen Verein zu suchen. Und damit ist die Geschichte erledigt. Es dauerte nicht einmal 60 Sekunden. Mario Basler und Sven Scheuer bekamen es kurz vor der Pressekonferenz in einem Abstellraum des Olympiastadions mitgeteilt. Spieler Mario Basler und Sven Scheuer ab sofort vom Spielbetrieb zu suspendieren. Als der Kaiser sprach und die Fans applaudierten, saß Mario bereits im Fernsehstudio und Uli Hoeneß präzisierte. Er hat leider in all den Jahren nie so gelebt, wie man das von einem Fußballprofi erwartet. Das, was wir jetzt bisher wissen, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Er sowohl als auch Sven Scheuer haben fast nie so gelebt, wie man das für einen Fußballprofi erwarten kann. Und deshalb ist diese Entscheidung getroffen worden. Es gibt ein altes Sprichwort, der Krug, der geht zum Brunnen, bis er bricht und jetzt ist er gebrochen. Es sollte einige Wochen dauern, bis Basler auf die große Bühne zurückkehrte. Dann allerdings im Trikot des ersten FCK. Das schönste Tor dieses Spieltages schoss ebenfalls ein Münchner, allerdings ein Löwe. Filip Tapalovic und der erste Treffer beim 3:1-Erfolg in Bremen. Was für ein Solo von Filip Tapalovic. Erst lässt er sie gut zustehen und dann zündet er noch einmal den Turbo. Keine Chance für Baumann. Und wer nach einem 70-Meter-Sprint noch so viel Gefühl im Außenriss hat, der
kann Fußball spielen. Das Münchner Derby. Nach 22 Jahren wieder der Triumph von Blau über Rot. Gleich im Bundesliga-Rückblick 99-2000. Schalke 04 zu Gast beim Krisenclub Eintracht Frankfurt. Und von hinten heraus, da starteten sie dann solche Angriffe. Plötzlich ist er ganz frei. Asamoah, Nikolov, Hubchev zurück zu Nikolov. Und was macht der? Ein Geschenk für Asamoah. Der sagt danke, das 0-2. Unfassbar für die Gastgeber. Und das alte Lied, wenn du erstmal einen Lauf hast, dann kriegst du solche Tore. Schauen Sie sich diese Entwicklung nochmal an. Erst einmal ist Asamoah fahrlässig frei. Und dann Nikolov, gerade noch diese prima Parade und sofort im Anschluss dann dieses dicke Ding. Auch der Keeper der Frankfurter völlig verunsichert. Zuletzt hatte er jedes Mal so einen Aussetzer. Allerdings, es war wohl auch höchst fahrlässig von Hubchev in dieser Situation zu seinem Torhüter zurückzuspielen. Für die Eintracht und Jörg Berger war es die 6. Niederlage in Folge. Ein blödes Tor kassierte in Dortmund auch Jens Lehmann, der sich den Ball selbst mit der Hacke ins Netz legte. Die 1:3-Pleite gegen Werder Bremen bedeutete das Ende der kurzen BVB-Herrlichkeit. Am nächsten Spieltag bekam es Lehmann mit dem Hamburger Keeper Hans-Jörg Putt zu tun, der in dieser Saison nicht nur toll parierte, sondern auch insgesamt 9 Elfmeter verwandelte und damit zeitweilig zu den besten Torjägern der Liga gehörte. Lehmann bot seinem Gegenüber sogar eine Extrawette an, die er dann allerdings verlor. Ich habe ihm eine Wette angeboten, dass ich das Doppelte von dem kriege, wenn ich halte, als das, was er kriegt, wenn er einen reinschießt. Und das ging um Geld dann. Und wie viel dann? 50 Mark. Er hat 50 Mark gewonnen. Beim 1:1 der Münchner Löwen in Leverkusen hatte Trainer Werner Lorand, bekannt für seine engagierte, aber oftmals auch aufbrausende Art, einen erneuten unrühmlichen Auftritt. Auch wenn er hier erstmal artig den Kollegen begrüßte. Die nächste Szene, aufgepasst, Fahnenburg gegen Kirsten und zack, der Ellbogen gegen das Gesicht. Zwar kaum getroffen, aber dunkelrot, der Schiri hat es nicht gesehen, aber Jens Nowotny, derweil beschimpfte draußen Lorand den Schiri-Assi. Koop erkundigte sich und verwies ihn des Feldes. Also wieder Platzverweis für Lorand, der blieb aber stur, wollte einfach nicht runter. Bockiger als der sturste Esel, nix war zu machen, bis der Schiri in seiner Verzweiflung den Kapitän bat, seinen Trainer wegzuschicken. Das zeigte nun endlich Wirkung und Lorand verschwand mit den allbekannten Handbewegungen. Unglaublich, Leverkusen, sein Boss baff. Lorand sah den Rest des Spiels in den Katakomben vor dem Fernsehgerät und erlebte dort den späten Ausgleich durch sein Team. Ist doch jetzt. Ja! Ja! Der DFB sperrte ihn später für 2 Spiele. Lorand hatte für diesen Fall sogar damit gedroht, seinen Job an den Nagel zu hängen. Aber der Verein konnte ihn doch noch zum Rücktritt vom Rücktritt überreden. Verkehrte Welt auf Schalke. Wo sonst die treuesten Fans zu Hause sind, gab es plötzlich Pfiffe. Zu selten konnte Schalke in Heimspielen überzeugen. Und auch gegen Wolfsburg reichte es nur zum 1:1. Der Lichtblick kam aus Dänemark. Ebbe Sand, Schalkes neuer Torjäger, ließ auf bessere Zeiten hoffen. Matthäus, seine Kampfzone weit nach vorne verlagert. Kondé, schwache Abwehr. Jeremies, ein toller Schuss, das 1:0. 4. Minute, Jens Jeremies. Torfestival in München. Ein 6:1 gegen Freiburg und ein Lothar Matthäus, der Geschichte schrieb. Effenberg, Janka, der hier geschickt den Ball abschiebt auf Sergio. Und dann kommt Matthäus. 13. Minute, das 2:0. 46.000 heute Nachmittag im eiskalten Olympiastadion.
Lothar Matthäus, seine 17. Bundesliga-Saison und bisher hat er noch jedes Jahr getroffen. Also auch diesmal, und das muss man festhalten für die Geschichte. Hochstimmung auch im Norden, wo sich der Hamburger SV von Sieg zu Sieg ballerte. Diesmal gab es 5 Stück für Bielefeld und davon 3 von Toni Jeboer. Und der Ball im Tor. Ratzfatz gemacht. Und Toni Jeboer ist der Torschütze. Cardoso, Hollerbach und dann Präger. Hochmar auf ganz Nummer sicher zurück zu Butt. Und jetzt aufgepasst, der lange Ball von Butt, Klitzpera, Jeboer, Toni Jeboer und das 3:0. Ja, wenn's läuft, dann aber richtig. Cardoso, klasse gespielt, Medi, Madavikia, Jeboer. Rodolfo Esteban Cardoso, überragender Spielgestalter heute beim Hamburger Sportverein. Nächste Szene, 78. Minute. Cardoso, Jeboer, Fischer, 5:0. Jetzt sind es denn schon 28 Tore für den Hamburger Sportverein, der beste Angriff der Liga. Werner Lorand, der DFB hat den Einspruch abgelehnt. Trifft Sie das tief oder hatten Sie einfach damit gerechnet? Trifft mich gar nicht tief, weil ich habe damit gerechnet gehabt. So nüchtern, gar keine Gefühle beim Derby? Nein, das Spiel läuft jetzt. Wir haben alles gemacht, Mannschaft eingestellt. Manche Aufstellungen stimmen, zu Gegenspieler stimmen, jetzt müssen sie spielen. Jetzt glauben Sie, wie es ausgeht? Ich bin überzeugt, dass wir gewinnen. Werner musste also noch draußen bleiben an diesem denkwürdigen Tag, auf den sein Verein fast ein Vierteljahrhundert lang gewartet hatte. Max legt ab und Thomas Riedel, es war vollbracht und das war von allen Chancen die schwierigste. Thomas Riedel, und selten war ein Tor so verdient wie dieses. Riedel nach all den unglücklichen Wochen trifft die Bayern ins Herz. Ausgangspunkt aber die lasche Mittelfeldarbeit. Auch Kufur nicht energisch genug und dann passte einfach alles. Selbst Super Olli chancenlos. Schauen Sie noch mal hin, der Ball dreht gnadenlos nach rechts ab. Und dann der Dammbruch bei der gesamten Löwenfamilie. Sollte es heute wirklich wahr werden? Und dann so ein Verlegenheitspfiff kommt dann gleich von Werner Lorand. Warum auch immer. Und unten. Der Manager, eher introvertiert nochmal, Edgar Gehnen, hüpft wie ein freudiges Rehlein durch die Ersatzbankgemeinde. Mehr als ein Tor, ein Ereignis für die Löwen. Wir haben am Mittwoch und letzten Samstag großartigen Fußball gespielt und heute haben wir schwach gespielt. Fertig, ausahmen. Basta. Die letzten Sekunden eines historischen Sieges. Genugtuung, die Blauen triumphieren im Stadion der Roten. So tanzt man in München sonst nur auf dem Oktoberfest oder bei einer deutschen Meisterschaft. Ausgerechnet der Mann, der erst zu Saisonbeginn von Kaiserslautern zu den 60ern wechselte, wurde für die Fans zum Held. Die ganze Mannschaft hier hat super gespielt. Von der 1 bis zur 11 und alle, wo reinkommen sind. Und das ist ein Verdienst von der ganzen Mannschaft. Thomas Riedel, erst 23 Jahre auf der Welt, Rückennummer 23, tilgte die Schmach aus 22 Jahren. Woher haben Sie den Mut genommen, da so dermaßen abzuziehen, kurz vor Schluss? Das erste Mal schon probiert, da war Katastrophe und beim zweiten Mal konnte es nur besser werden. So nüchtern? Naja, was soll ich machen? Ich spiele jetzt erstmal Fußball und schießen kann ich auch und habe es einfach probiert und drin war. Okay, danke. Alles klar. Thomas, komm. Hey. Die wollten halt nicht mit gesenktem Haupt durch die Stadt die nächsten Wochen gehen, sondern wir wollten mal aufrecht mit erhobenen Hauptes durch die Stadt gehen und das haben wir heute 90 Minuten eindrucksvoll bewiesen. Heute hat auch der große FC Bayern gesehen,
dass er wieder in den Fünften ist, sieht heiß, auch ganz guten Fußball spielen kann. Nach innen ganz weich, nach außen hart. Werner Lorand war wie immer. Ich habe es auch heute eingestellt und habe ja auch so deutlich gesagt, so eine Leistung wie in Duisburg sollte sie nicht noch einmal wagen abzuliefern. Werden Sie sich jetzt bei jedem Derby auf die Tribüne setzen müssen? Ich werde mich gar nicht mehr auf die Tribüne setzen. Nur einer blieb bei Schlusspfiff höchst bescheiden. Zitat Peter Packholt, das mit mir auf der Bank war nebensächlich. Vorhang auf, nächste Bühne. Mario war wieder da. In Frankfurt spielte er erstmals für den FCK. Und die Roten Teufel gewannen mit 1:0 durch den Treffer von Harry Koch. Vom Winde verweht, Sturmwetter in Hamburg. Der Ball gehorchte nur den fremden Göttern. Außer einem. Jeboa mit dem Siegtreffer gegen Frankfurts Kellerkinder. Michael Skibbe litt unter dem Liebesentzug der Dortmunder Fans. Sind denn letztendlich die Gründe, die zu einer solchen Abneigung führen? Das ist ja schon fast eine persönliche Abneigung. Wenn man das wüsste, dann könnte man zumindest also letztendlich auch den Hebel ansetzen. Das Spiel in München war das erste einer ganzen Reihe von sogenannten Schicksalsspielen für den jungen Trainer. Diesmal rettete ihn Jürgen Kohler, der den 1:1 Ausgleich erzielte. Wenn man von einer Sache überzeugt ist, sollte man dann auch sagen, sollte man sie auch bis zum Ende dann auch durchstehen. Und ich denke, wir haben Standvermögen. Nein, wenn sie eines nicht hatten in Dortmund, dann war es Standvermögen in Trainerfragen. Das besaß man erstaunlicherweise in Stuttgart. Ralf Rangnick bekam den VfB nur langsam in den Griff und kassierte gegen 1860 bereits die vierte Heimniederlage. Trockenhart, der einstige Edeljoker, genau eine Minute und zwei Sekunden nach seiner Einwechslung. Diese tat das 3:1. Dieser Bulgarenschuss zappelte gnadenlos im Gemüt der Schwaben. Christoph, du hast dich jetzt seit 4 Stunden nicht mehr von der Stelle gerührt und manchmal frage ich mich, ob du überhaupt noch atmest. Christoph, sag doch was! Da vorne, da tobt das Spiel und du stehst hier rum wie Tiefkühlgemüse. Das geht doch so nicht. Jetzt guck dir das an! Was ist denn mit dir los? Jemand hat meine Schuhe festgenagelt. Was? Ich kann mich nicht bewegen. Das Duell der Bayernjäger. Leverkusen gegen den HSV. Achtung, jetzt geht's schneller. Präger. Cardoso, wieder der Fehler von Ramelow. Cardoso, Reb, faul. 11 Meter. Hans-Jörg Butt, der ist doch verletzt und deshalb muss ein anderer ran. Und das ist eine der typischen Geschichten der Bundesliga. Ausgerechnet er gegen seinen Ex-Kollegen Adam Matisek. Ausgerechnet Niko Kovac. Niko Kovac drin! Die Antwort von Leverkusen. Nur 3 Minuten später. Jörg Reb. Jörg Reb gegen Ernst. In der Mitte. Kovac, Butt, Fehler, Beinlich. Ausgleich! Leverkusen über Ponte, dann Ballack, edel vorbereitet, Beinlich, Tor! Ein Fuchs dieser Beinlich, sein Spiel heute, zweiter Treffer. Jörg Butt, ja, wir probieren es einfach mal lang. Ramelow verpasst, Nowotny und dann kommt Madewicke dazu. Ja, das gibt's doch nicht, was für ein Kullertor, Jens Nowotny. Hat eine Oberschenkelzerrung derzeit, zuvor einen Zehenbruch, Muskelfaserriss, eine Bronchitis. Jetzt ist er der Depp und er jubelt. Mehdi Madewicke bejubelt er sein erstes HSV-Tor. Nowotny steht eigentlich besser zum Ball. Und dann sieht es nach dem Eigentor des Leverkusener Kapitäns aus. Die Bundesliga ist 36 Jahre alt und wenn Sie meinen, alles gesehen zu haben, dann passen Sie jetzt auf. Mit der Hacke. Er kriegt den Ball von Matisek an die Hacke gespielt.
das Eigentor des Jahrzehnts. Nur drei Tage später traf Stefan Beinlich wieder zweimal, diesmal in Frankfurt. Für die Eintracht bedeutete das 1:2 die 11. Niederlage im 16. Spiel. Rote Hölle Betzenberg. In diesem Jahr blieb sie oft kalt. Gegen Freiburg kassierte der FCK bereits die dritte Heimniederlage. Selimi wieder, Ramdane, ab der Ramdane gegen Koch, gegen Reinke. 1:0 für den SC Freiburg. Dieses Päuschen hat er sich verdient. Ärmel beim Freistoß. Stellungsfehler von Schönberg. Selimi. Und dann kommt Steffen Korrell. 2:0 für Freiburg. Die Entscheidung und das Ergebnis geht auch in Ordnung. Die Mannschaft muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass wir einfach zu wenig machen, dass wir zu wenig tun und deswegen spielen wir so schlecht und verlieren die Spiele. Bundesliga besinnlich. Die Bayern-Verfolger ganz zahm, Weihnachtszeit, Mütze auf und Wunderkerzen an. Und die Spieler sowie der Trainer verkünden: Fröhliche Weihnachten! Die Engel sind wieder eingekehrt in Leverkusen. Ich dachte, wechselte nochmal einen Film. 2:1 gegen Haching, Rückstand auf Bayern verkürzt, Bayer und auch der HSV bleiben vorne dran. Grund zum Freuen, der Titel 2000 ist noch lange nicht vergeben. Alles das, was befürchtet worden ist, allein von Bayern ist nicht eingetreten. Die drei Mannschaften werden sicherlich auch in der Rückrunde für einen spannenden Spitzenkampf sorgen. Weihnachtliche Vorfreude und Gelassenheit auch beim HSV. Wissen die Spieler doch ganz genau, im neuen Jahrtausend sind sie noch dick im Geschäft. 6:1 gegen Duisburg, der HSV spielte klasse. Ganz Hamburg aus dem Häuschen, auch der Trainer. Hören wir doch noch mal rein. Und dann explodiert er, Blick zum Schützen, ein Ausbruch von Freude, Ekstase, von Wahnsinn, Pagelsdorf im Rausch. Ich muss es loswerden, ich liebe diesen Pagelsdorf, ich liebe ihn so wie er ist, den Pagel. Ein Lachen wie Santa Claus. Doch der Trainer spielte gestern in der Tat Weihnachtsmann, brachte Carsten Behron. Ich habe mich natürlich unheimlich gefreut, dass es dieses Jahr noch geklappt hat. Denn so hätte ich noch mal anderthalb oder zwei Monate warten müssen. Und so habe ich jetzt schon einmal reingeschnuppert und dafür bin ich dankbar. Bundesliga besinnlich. Die Bayern-Verfolger schreiben ihre ganz eigenen Weihnachtsgeschichten. Die Tabelle zum Abschluss der Hinrunde. Die Bayern wurden Herbstmeister vor Leverkusen und dem HSV. Dortmund beendete die Hinrunde mit einem Sieg und auf Platz 5. Frankfurt fiel auf den vorletzten Platz. Zum Jahresabschluss verlor Eintracht in Ulm und der Trainer seinen Job. Bergers letzter Auftritt in Frankfurt. Trauriger Abgang und das nur gut ein halbes Jahr nach der Sensation. Und doch wieder nur der Retter gewesen. 4 Punkte in den letzten 14 Spielen. Präsident Heller sah sich da gezwungen zu handeln. Buch zu. Natürlich geht das nicht emotional bei mir spurlos vorüber. Das ist ganz normal, weil ich auch an dieser Mannschaft hänge, weil ich mit dieser Mannschaft was erreicht habe. 0:3 in Ulm verloren. Tiefpunkt der Talfahrt und das fast ohne Gegenwehr. Die Eintracht steht sogar 5 Punkte schlechter da als zum gleichen Zeitpunkt des letzten Jahres. Und das war ja schon katastrophal. Bergers Team ohne Perspektive. Wenn wir halt draußen sind, haben wir unser Bestes zu geben und das reicht halt im Moment nicht, um zu gewinnen. So wie zu Saisonbeginn als Tabellenführer nach dem zweiten Spieltag, als Millionen-Neuzugang Salou wirklich alles traf, als Millionen-Neuzugang Gimier Außergewöhnliches einbrachte, als Millionen-Neuzugang Held Spielmacher war, doch die Idee von Zaubern statt Malochen ging schief. Ich wollte also das Spiel der Eintracht, das Erscheinungsspiel der Eintracht, was in den letzten Jahren nach Kampf geprägt war, wollte ich wieder zurückbringen in den spielerischen Bereich. Man muss, wenn man heute das Ergebnis sieht, muss man ein großes Fragezeichen machen, ob das der richtige Weg war. Kreative wie Held als Wechselspieler, wenn es darum ging zu kämpfen, ein Grund fürs Scheitern, es haben zu wenige ihre konstante Form gefunden und auch dann auf diese anderen Spieler, die jüngeren Spieler oder die Spieler, die gekommen sind, übertragen. Punktgleich mit dem Tabellenletzten in die Winterpause vom SSV Ulm vorgeführt. Sowas wird kaum verkraftet. Die Fans schlugen gestern Alarm, Streit mit den Spielern und die Profis haben die zweifelhafte Hoffnung, dass sie eine gute Mischung in der Mannschaft hinbekommen, dass wir nächstes Jahr ganz anders auftreten können.
Das fällt mir momentan auch nicht ein, wie das gehen soll. Genau deshalb wurde Berger entlassen. Die verzweifelte Rettung durch Trennung vom Retter. Alles nur noch schöne Vergangenheit, denn... Schluss, aus, vorbei, Feierabend. Bayer gegen Bayern, das Titelduell der Rückrunde. Gleich im Bundesliga-Rückblick 99-2000. Frankfurts neuer Mann hieß Felix, wurde aber nur Quelix genannt. Sein erstes Spiel ging in die Hose. Niederlage in Unterhaching. Was aber nichts Ungewöhnliches war, denn der Aufsteiger hatte bis dato zu Hause noch kein Spiel verloren. In Dortmund nahm das Unheil seinen Lauf. Und das schon im und nach dem ersten Spiel des neuen Jahres. Ratinho. Und da hinten ist Djorkaeff und Harry Koch erzielt das erste Bundesliga-Tor dieses Jahrtausends. 1:0 für Lautern. Für Harry schon das vierte Tor in dieser Saison. Hut ab für einen Verteidiger. Eine fantastische Bilanz. Einfach teuflisch gut. Michael Skibbe wurde wieder Jugendtrainer. Gescheitert an der Mannschaft und den Fans. Als Trainer brauche ich einen Kreditspielraum. Und der wurde Michael Skibbe in den letzten Wochen und Monaten einfach nicht gegeben. Als neuen Coach verpflichtete der BVB Bernd Kraus, ein Mann mit großen Ambitionen. Die Mannschaft steht ja nicht am Abstiegsplatz oder was, sondern dass es nach oben geht, dass nach Möglichkeit am Ende dann die Qualifikation für die Champions League herauskommt. In Wahrheit sollte Borussia jetzt vom Regen in die Traufe rutschen. Hitzfeld gegen Daum, Bayern gegen Bayer. Das erneute Aufeinandertreffen der beiden großen Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft. Elber gegen Nowotny und Tor, Tor, Ben Hoffmann. 1:43 gespielt. Hoffmann schockt Daum und die ganze so selbstbewusste Bayern-Schar. Meine Güte, schon wieder ein psychischer Knockout in München. Unglaublich, da braucht man eigentlich gar nichts mehr zu kommentieren. Wir haben schöne Gastgeschenke mitgebracht, allen voran. Hoffmann, da brauchen wir auch gar keinen mit dem Boden aufditschen. Wir sind hinten in Überzahl, da kommt ein Ball rein, der haut den aus 5 Meter mal locker eben ins eine Netz rein. Waren Sie da noch nicht voll im Spiel? Ich meine, irgendeine Erklärung für so ein Blackout muss es ja geben. Was für eine Erklärung denn? Ich meine, ich will den Ball ganz einfach zur Ecke spielen. Der Ball springt auf, wird verdammt schnell und dann springt er halt ins Tor. Ich meine, es ist verdammt bitter und es tut mir leid, aber das sind Sachen, die leider im Fußball vorkommen. Matthäus, Fehler, Ballack, Matthäus, Elba, Matthäus, Effenberg, Bayern eiskalt und Effenberg hat im gesamten Kalenderjahr 99 kein Tor im Olympiastadion geschossen und jetzt gegen diese aufmüpfigen Bayer-Profis, der Knaller nach der HSV-Pleite, Christoph Daum die Bundesliga-Jahre ins Gesicht gefräst. Fehler, Matthäus dazwischen, Effenberg, totale aufgerückte Leverkusener, Scholl, kein Abseits vor der Mittellinie gestartet, Scholl, das 3:0, der Knoten jetzt auch für Mehmet Scholl geplatzt, im Mai 99 sein letztes Tor und das schoss er auch ausgerechnet gegen Leverkusen auf Backe. Da stehen sie, die selbstbewussten Bayern, die wohl auch ob dieses Ergebnisses staunten. Und der Versteinerte zeigte erste Mini-Regungen. Kahn stellt ein. Michael Ballack, wunderschön das 1:3 und kein Jubel beim Torschützen. Hatte sich Bayer vielleicht schon aufgegeben? Schauen Sie Ballack an, keiner gratuliert ihm. Das ist nicht sein Ding, das Ding von Christoph Daum, hier schon klein beizugeben. Effenberg, zweikampfstark und linke. Und da vorne saust der eingewechselte Alexander Zickler gegen Kovac. Und der schnelle, bullige Zickler schafft die endgültige Entscheidung in der 90. Minute. Bayer am Boden, Bayern oben auf. Und auch für ihn, für den es in den letzten Wochen nicht so toll lief, der Befreiungsschlag für Alexander Zickler.
Christoph Daum, dieses Gesicht ist einprägsam. Seine Leiden in München noch nie gewonnen, mit wem auch immer, mit Köln, Stuttgart oder Leverkusen. Wie lange hat Bayern München gebraucht, um in Kaiserslautern zu gewinnen? Viele Jahre. Wir brauchen auch dann viele Jahre. Dieses Spitzenspiel als netter Gast hier den Bayern mit 4:1 gewinnen lassen. Da fällt einem eigentlich nichts mehr zu ein. Und mit so einer Leistung musste keine Ansprüche stellen, ob deutsche Meisterschaft. Und man sieht ja, dass den Münchner es heute gereicht hat, hier fast weniger wie mäßig zu spielen und dann auch noch hochverdient gewonnen hat. Schock verdaut. Leverkusen gewann schon 3 Tage später wieder. Zu Hause mit 1:0 gegen Stuttgart. Wie sehr denken Sie jetzt an die deutsche Meisterschaft? Nächste Frage. Warum? Sie sind immerhin, Sie haben heute gewonnen, es ist doch noch nichts verloren im Meisterschaftskampf. Habe ich irgendwas von verloren erzählt? Was wollen Sie denn jetzt schon wieder hören? Aber Ihr Manager hatte nach dem Spiel in München gesagt, das Thema Meisterschaft sei jetzt erstmal abgehakt. Oder war das nur eine erste Überreaktion nach dem Spiel? Bin ich für Aussagen von Rainer Kallmund jetzt verantwortlich? Was wollen Sie von mir? Verstehe ich nicht. Fragen Sie an Rainer Kallmund, was er damit sagen wollte, nicht mich. Also Ihre Zielsetzung ist unverändert? Ja klar. Für den VfB Stuttgart bedeutete das Tor von Paulo Rink die 3. Niederlage in Folge. Krisenstimmung. Und so langsam fingen die Schwaben an, sich selbst zu zerfleischen. Weil Rangnick lieber Christian Listesch als Krasimir Balakow den Spielmacher geben ließ, bekam er Krach mit den Bulgaren und darüber auch mit seinem Präsidenten Meier Vorfelder. Der Trainer stand auf der Kippe. Aber neue Kräfte im Verein, allen voran Hansi Müller, verhinderten Rangnicks Entlassung. Hertha BSC und Torjäger Michael Preetz hatten wechselhafte Wochen hinter sich. Aber nun kamen beide in Schwung mit einem 2:1 Erfolg gegen den HSV. Jetzt wollten Sie es wissen. Guter Versuch hier von Michael Preetz. Und noch ist die Situation nicht vorbei. Plötzlich wieder Preetz. Drin ist er. Das 1:0 in der 64. Minute. Na bitte, dreimal probiert in Hälfte 1 und nun hat er sich eingeschossen. Und Sverison, angegriffen von dreien. Der öffnende Pass auf Preetz, Tor! Das 2:0 in der 82. Minute. 4 Tore hat er in der gesamten Hinrunde erzielt und nun in 4 Spielen der Rückrunde schon 5 Treffer. Er ist wieder da. Der Michael Preetz. Man muss am Anfang sich bemühen, dass man ein bisschen in den Tritt kommt. Dann macht man das erste und zweite Tor und dann kommt das Selbstvertrauen natürlich dazu und dann geht einiges ein bisschen einfacher. Das zweifelsohne schönste Tor des Spieltages aber schoss ein anderer. Genießen Sie es, das 3:1, das Tor des Monats, vielleicht des Jahres. Haben Sie jetzt viel Spaß mit Vicente Lizarra Su. Versprochen, der kleine Vicente erdrückt von seinen Bewunderern und Thorsten Finkler oben drauf. Was für ein Wahnsinnstor nach Effenbergs Freistoß. Volley, volles Risiko. Entweder er geht in die Isar oder halt rein. Hammer, spielt er. Das so macht Bundesliga-Fußball Spaß. We'll be right back.
Gute-Laune-Liga hatte ein klares Spitzentrio. Bayern, Leverkusen und der HSV zeigten seit Wochen begeisternden Fußball und setzten sich vom Rest deutlich ab. Die Führung der Münchner betrug 5 Zähler, der größte Abstand während der gesamten Rückrunde. Sorgen machte man sich auf Schalke, das vom Saisonziel Platz 6 weit entfernt war. Der miese Start in die Rückrunde mündete in eine Niederlage gegen Unterhaching. Wie schon oft verspielte Schalke auch hier eine Führung und zeigte sich anfällig gegen Konter und mit vielen Fehlern in der Abwehr. Die Kritik an Trainer Huub Stevens wurde in diesen Tagen immer lauter. Beim Gegentor zum 3:1 Endstand durch Markus Oberleitner patzte zudem auch noch Torwart Olli Reck. Nach Breitenreiters Einsachsung brach das Chaos in der weißen Deckung aus. Haching bärenstark bei Standards und Schalke hat da einfach Übungsbedarf. Wir verlieren die Ordnung, die Übersicht, wir haben keine Ruhe im Spiel und normal muss man so ein Spiel, wenn man eine clevere Mannschaft ist, über die Bühne bringen. Felix Magath führte Frankfurt peu à peu aus dem Tabellenkeller. Sein Gegenüber Bernd Kraus war mit Dortmund auf dem umgekehrten Weg und immer noch ohne Sieg. Irgendwie stocherte dann Heiko Herrlich den Ball zur frühen Borussenführung ins Netz. Aber dann vermasselten sie das Ding doch wieder auf kuriose Weise. Dortmund total hinten eingespürt. Frankfurt kommt. Wieder hält. Gebhardt. Kola. Und dann Fjordhoff, der Ausgleich. 76. Minute. Feiern Sie sich bitte selbst. Jan-Orge Fjordhoff. Welch ein Händchen von Felix Magath. Aber ich muss schon sagen, mancher hat wirklich ein Talent zum Unglück. Und das sind in letzter Zeit häufig die Dortmunder. Bye bye Lothar. Matthäus verabschiedete sich. In Stuttgart machte der Weltmeister sein letztes Bundesligaspiel. Und natürlich werde ich die Bundesliga vermissen. Aber wie gesagt, der Vorteil ist für mich, dass ich mich darauf einstellen konnte. Der ist ein Phänomen und natürlich verlieren wir die Menschen, einen Kameraden, einen Freund, den man immer brauchen konnte, dem nichts zu viel war. I come next year for play soccer. I hope we have a little bit luck. Gemeinsam mit Freundin Maren zog Lothar nach New York. Seinen letzten Auftritt gegen Stuttgart aber hat er sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Kasimir Balakow. Und drin! 1:0 in der 51. Minute, der 5. Saisontreffer für den Bulgaren. Listesch gegen Linke, der war schwach heute. Listesch, Tor! Das 2:0. Damit schrumpfte Münchens Vorsprung auf Leverkusen wieder auf 2 Punkte. Der BVB weiter im freien Fall. In Rostock verloren sie Torhüter Jens Lehmann durch Platzverweis. Und dann kassierten sie auch noch das entscheidende 0:1 in letzter Minute durch ein Eigentor von Carsten Baumann. Mit der ersten Heimniederlage, einem 1:2 gegen Ulm, verabschiedet sich der HSV aus dem Titelrennen. Bernd Meier völlig frei, kein Abseits. Meier gegen Panadic. Und völlig überraschend 0:2. Ein entscheidender Spieltag im Titelrennen. Die Bayern schafften in Berlin nur ein Unentschieden. Alex Alves hatte den Ausgleich erzielt. Gute Laune dagegen in Leverkusen. Bayer hatte in Ulm einen 9:1 Kantersieg gelandet. Leverkusen ist nicht aufzuhalten. Sie waren wirklich nicht zu stoppen, die Spieler vom anderen Fußballstern. Modern, brasilianisch, begeisternd, einfach toll. Und endlich gibt's die so lange vermisste Anerkennung. Die Gala-Auftritte, die Bayern München in der Champions League geliefert hat für die internationale Anerkennung des deutschen Fußballs. Diese Rolle haben wir im Augenblick im nationalen Bereich. Sie trafen nach Belieben, strotzten nur so vor Selbstbewusstsein. Die Meisterschaft ist wieder offen, der Psychokrieg mit den Bayern eröffnet. Und nun werden Verbalattacken aus München erwartet. Können Sie wieder die Uhr nachstellen, dass der Herr Hoeneß versuchen wird, irgendwie mich zu attackieren oder irgendwelche anderen Dinge zu machen. Und
Vielleicht ist es das, was die Bayern brauchen. Der Kampf um den Titel ist eröffnet, die heiße Phase beginnt. Entscheidend wird sein, wer die besseren Nerven hat. Den besseren Fußball spielt eindeutig Leverkusen. Also den Samba-Zauberfußballtitel hat Daumstruppe schon. Und damit ist der Meistertitel eigentlich nur noch ein schönes Extra. Der tabellenletzte Duisburg verlor zeitgleich in Lautern. Für MSV-Trainer Friedhelm Funkel sollte es der letzte Arbeitstag gewesen sein. Der VfB Stuttgart landete einen Big Point im Kampf um die internationalen Plätze. Ein 1:0-Sieg gegen Hertha BSC durch das wiedererstarkte Torkrokodil Sean Dundee. Bayern und Leverkusen spielten beide nur unentschieden und Daum kämpfte mit seinen Nerven. Dann haben sie so ein bisschen rübergeguckt zu den Bayern. Absoluter Schwachsinn. Das sind irgendwie für mich so wirklich absolut blöde Journalistenfragen. Ich habe mich auf mein Spiel konzentriert. Warum soll ich rüberschauen? Was sie immer wieder da versuchen hineinzuinterpretieren. Wirklich, er geht mir völlig auf den Keks. Ich muss mich um meine Mannschaft kümmern, um mein Spiel kümmern. Nach dem Spiel kann ich rüberschauen, aber nicht während. Kann das auch in meinen Journalistenkopf reingehen oder soll ich dann noch schriftlich mitgeben? Die Bayern informierten sich wohl über den Spielstand beim Konkurrenten und verloren an diesem Tag die Tabellenführung an Bayer 04. Doginel Montean weit auf Juskowiak. Juskowiak! Ausgleich, 60. Minute, verdient gegen die immer stärker nachlassenden Bayern. Andrzej Juskowiak, 1:1. Und was macht Buffon da? Liebe Güte, er hat Vorsprung. Den konnte er locker wegköpfen. Juskowiak war es durchaus recht so. Er nutzte die Chance. Es ist natürlich nicht gut für uns bei der Doppelbelastung, wenn man jagen muss. Das ist ganz klar, es war immer einfacher, wenn Leverkusen hinter uns war, und jetzt müssen wir uns mit dieser neuen Situation eben abfinden. Also es gibt, glaube ich, nichts mehr, was mich rasend machen könnte. Und nicht der Rückstand auf Leverkusen? Jo, jetzt schauen wir mal, ne, wie Leverkusen damit zurechtkommt, und man wird sehen, ob sie das jetzt über die Runden schaukeln können oder nicht. Hey, ich kapier das nicht, Mann. Wo liegt das Problem? Die ballern wie bescheuert, wir ballern wie bescheuert. Ist doch wohl ein ganz normaler Bandenkrieg. In der Tat, geballert wurde reichlich. Und wenn Tore nicht reichen, muss man zu anderen Mitteln greifen. Du, Rudi. Moin, hier eine Kiste an die Bayern, steht Aspirin drauf, ist aber Speed drin. Wenn die das schlucken, sind die halbes zu Hauskraus und fliehen bei der Dopingkontrolle auf. Finstere Machenschaften. Der Gegner zeigt Wirkung. Komisch. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Bayer uns im Nacken sitzt. In der Kommandozentrale lacht keiner mehr. Angesichts solch hinterhältiger Aktionen. Die können doch nicht einfach abhauen, diese verdammten Aspirin-Dealer. Die kommen doch nicht weit. Lieber nicht zu früh freuen. Denn für den Titel geht mancher bis zum Äußersten. Okay, Jungs, zieht ihnen die Lederhosen aus und versenkt sie in der Isar. Okay, Boss. Mit Zement in die Schuhe? Na klar, mit Zement. Beton. Mhm. Ein weiterer Patzer von Dortmunds Keeper Lehmann bescherte Leverkusen den 3:1 Siegtreffer durch Predaric. Den einzigen Aussetzer von Lehmann hat er genutzt. Ja, ja, wenn Torhüter Fußball spielen wollen. Meine Güte. Für große Aufregung hatte aber vor allem das nicht geahndete Handspiel von Ulf Kirsten gesorgt. Was passiert? Ein Spielsperre. Bei uns sind drei oder vier Spiele weg. Das ist Sauerei, sowas. Scheiß Schiedsrichter, das ist ein Unding. Das, in unserem Strafraum sieht er einmal das Handspiel klar nicht, das hört man. Und gerade macht der Zivkovic, glaube ich, wieder das Handspiel, das sieht er wieder nicht. In Unterhaching gab der 21-jährige Gerhard Tremmel sein Debüt. Der Ersatz vom Ersatztorhüter spielte zuvor nur in der Landesliga und rettete das 1:1 gegen 1860 München, was bei Werner Lorand wieder bekannte Reaktionen auslöste.
Borussia Dortmund am Tiefpunkt. Der Retter heißt Udo Lattek, gleich im Bundesliga-Rückblick 99-2000. Der Tiefpunkt der Borussen-Krise. Nur 11 Spiele lang durfte Bernd Kraus Trainer bleiben. Ohne einen einzigen Sieg und nach 6 Niederlagen in Folge musste er nach der Heimniederlage gegen Haching seinen Stuhl räumen. Ein Traum von Tor. Salz aus vollem Lauf und Danny Schwarz mit allem Risiko. Seitfallzieher, Volley ins Tor und mitten hinein in die offene Dortmunder Wunde. Ja, also für mich war es heute sicherlich einer der bittersten Tage, die ich in meiner Fußballkarriere oder Fußballerlaufbahn gemacht habe. Einen bösen Abend musste auch Nationaltorhüter Oliver Kahn beim Bayern-Sieg in Freiburg erleben. Und jetzt achten wir auf Oliver Kahn. Da fliegen Gegenstände in den 5-Meter-Raum. Oliver Kahn am Boden. Der schmeißt sich nicht freiwillig hin. Kahn ist getroffen. Blinde Wut treibt ihn wieder hoch. Blut. Eine klaffende Wunde an der linken Stirn. Jetzt rennt er raus, sucht den Gegenstand. Ein Golfball ist es gewesen, der ihn getroffen hat. Betroffene Szene. Hitzfeld fordert Schluss. Schluss. Aus. Nein. Kahn kommt. Wird behandelt. Alle sehen es. Eine Schande. Das Spiel droht im Chaos zu versinken. Die Emotionen, liebe Zuschauer, die den Fußball attraktiv machen, die wir anfangs gezeigt haben, hier zeigen sie ihre perverse Kehrseite, ihre grässliche Fratze der Gewalt. Es geht im Gudeis natürlich vor allen Dingen über die Art und Weise geschockt. Also ich glaube, der Schmerz ist es gar nicht, sondern die Art und Weise, welch Hass einem da doch entgegenschlagen kann. Wofür er nichts kann. Ich glaube, in Deutschland sollten alle sehen, was er für ein unglaublicher Torwart ist, dass er Unglaubliches leistet. Und Deutschland sollte stolz sein, dass es so einen Torwart gibt. Das Comeback des Altmeisters. Udo Lattek wurde Kraus Nachfolger beim BVB. Eine Entscheidung, die in Fußball-Deutschland sehr unterschiedliche Reaktionen auslöste. Meine jüngere Tochter hat mir sehr geholfen dabei. Sie sagt, Papi, du bist in einem Alter, das ist wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, dass du nochmal so einen Spitzenverein bekommst. Dann habe ich gesagt, okay, läuft. Lattek, inzwischen 65 Jahre alt, hatte zuletzt den Lokalrivalen Schalke 04 betreut. Das war 7 Jahre her. Der ganz entscheidende Faktor für mich war, dass Dr. Niemaum in der Lage war, Matthias Sammer dazu zu gewinnen, mit mir zusammenzuarbeiten. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet und wir haben uns gerade noch ganz kurz unterhalten. Und Matthias wird während der Spiele neben mir auf der Bank sitzen und nicht mehr auf der Tribüne. Der alte Zampano und der junge Fleißarbeiter starteten mit einem Remis in Duisburg. Das 2:2 ließ ansteigende Form der Dortmunder erkennen und weckte große Hoffnungen und Emotionen. Die gab es auch in München zu beobachten. Den Löwen gelang wie in der Hinrunde ein Sieg im Derby gegen die Bayern. Tesla. Max, 1:0 Löwen, 22. Minute. Ihr Trumpfass hat wieder zugeschlagen. Martin Max, Tor Nummer 16 für den Goalgetter Mehmet Scholl. Der Ausgleich, eine Granate, nein, ein Granatenfreistoß nach 28 Minuten, sein 5. Saisontor und alle nach der Winterpause erzielt. Hat er vielleicht zu Weihnachten einen goldenen Bravo Bambi als Teenie des Jahres mit 29 Lenzen geschenkt bekommen? Ein klasse Tor, sein erstes direktes Freistoßtor, mal wieder nach 4 langen, langen Jahren. Jeremies, das kurioseste Derby-Tor seit Carsten Janka dem armen Bernd Meyer den Ball wegstibitzte. Das war das Ende von Meyer, aber es ist bestimmt nicht das Ende von ihm, von Jeremies. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Jeremies schaut auf Kahn, der kommt einen Schritt raus, schrie Kahn vielleicht Leo. Das heißt, lass ihn in der Fußballersprache. Nochmals gleich, Kahn zögert, Cherry zögert, Cherry vielleicht 51, Kahn vielleicht 49% Schuld. So ein Tor gibt's nur im Derby.
Mit Trotz reagierten die Eintracht-Fans auf die DFB-Entscheidung, Frankfurt wegen Verstößen gegen die Lizenzauflagen 2 Punkte abzuerkennen. Magath, der das Team aus dem Sumpf zog, peitschte seine Mannschaft weiter an. Und die schraubte sogar den HSV auseinander. Rolf Christel, Guignard. Und dann sieht er Salou. Bashirou Salou. Viel Zeit, viel Platz und 2-0. Chen Yang. Chen Yang mit Gebhardt. Marco Gebhardt sieht Guignard. Sein erster Bundesliga-Doppelpack. Frankfurt kurz vor der Rettung. Für einen anderen Club hingegen wurde der Abstieg am gleichen Wochenende Gewissheit. Der MSV Duisburg mit Trainer Seppo Eichkorn verspielte seine letzte Chance mit einem 1:3 in Rostock. Aber so wie wir wieder gespielt haben, haben wir es auch nicht anders verdient. Für Hansa waren die 3 Punkte überlebenswichtig. Immer Ärger in Not geriet auch Borussia Dortmund. Knappe 0:1 Niederlage zu Hause gegen die Bayern. Immer noch kein einziger Sieg im Jahr 2000. Und hier kommt das Ding. Schwach abgewehrt. Ganz schwach abgewehrt. Wenn er ihn nicht festhält, muss er ihn wegfausten. Also Jens Lehmann, das ist bereits der 5. dicke Bratklops in der laufenden Saison von Jens Lehmann. In Bremen zeigte Bayer Leverkusen Fußball vom Feinsten. Sie Roberto. Sie Roberto. Ramelow. Sie Roberto, der linke Außenriss. Da kriegst du den Mund nicht mehr zu. 3:0 in Bremen bei dem Team, das die meisten hier auseinandergenommen hat in den letzten Monaten. Es ist eine Gnade, dass Gott mir diese Dribblings und die Schnelligkeit geschenkt hat. Und das will ich natürlich jedes Mal im Spiel auch umsetzen. Schalker Leidensminen. Vom Saisonziel Platz 6 war man Lichtjahre entfernt. Da schmerzte es doppelt, beim 2:2 gegen 1860 München auch noch 2 Tore von dem Mann zu kassieren, den man im Vorjahr selbst abgegeben hatte. Martin Max, der am Ende sogar die Torjägerkanone holte. Dortmund feierte wie beim Gewinn der Champions League. 2:1 Erfolg in Stuttgart. Endlich der erste Sieg in der Rückrunde. Ola saust los, saust weiter, saust vorbei und er macht das Ding. 27. Minute, Jürgen Kohlers Energieleistung bringt dem BVB den nötigen Nervenbalsam nach den zermürbenden Wochen. Dortmund führt mit 1:0. Dann zunächst der Rückschlag, der Ausgleich für den VfB durch Pablo Thiam. Addo, schön gegen Gerber, Addo und Heiko Ehrlich, die 90. Minute, die letzte Minute, die letzte Möglichkeit war es. Da ist es plötzlich zurück, das Glück, das Borussia so flehentlich verbisste in all den verrückten Wochen und Monaten. Und dann die zuckenden, durchgedrehten Borussen von der Tatanbahn, Bilder menschlicher Leidenschaft. Die drei Mächtigen auf einen Blick. Das ist so eine Erleichterung, das kann man gar nicht in Worte beschreiben. Wenn man so lange erfolglos ist und nicht gewinnt, da kann man schon sich manchmal fühlen, wie wenn das ein Endspiel gewesen ist und du gewinnst jetzt gerade einen Titel. Bei einem war die Erleichterung besonders groß, Jens Lehmann. Es wird Zeit, dass Sie über Ihre persönlichen Gefühle mal offen sprechen. Nach Siegen kann man das bekanntlich leichter. Wie groß war der Druck heute? Ja, der war natürlich sehr, sehr groß. Ne? Sowohl bei mir als auch beim Verein, müssen wir klar sagen. Es geht ja hier um Borussia Dortmund. Und aber es ging in den letzten Wochen auch so ein bisschen um Sie. Natürlich. Aber ich habe einen Rucksack aufgehabt mit Steinen und die poltern jetzt langsam alle raus.
Von Dortmund hatte man es erwartet. Der Klassenerhalt der Hachinger hingegen war eine kleine Sensation. Und dafür reichte ein ganz krummes Ding von Breitenreiter gegen Werder Bremen. Gut nach dem ersten Spieltag, haben uns alle schon abgeschrieben gehabt, da haben wir da alle recht bekommen, wo wir 0-3 verloren haben in Frankfurt und glaube, dann haben wir es alle gezeigt und sind zu Recht in der ersten Liga. Die Mannschaft ist noch mal rausgekommen, riesen Euphorie hier in Unterhaching, das sehen Sie, der Moderator ist mittendrin, aber das ist egal, Unterhaching bleibt in der höchsten deutschen Spielklasse. Der Meisterkrimi in der vorletzten Runde. Leverkusen behauptete seine Favoritenrolle im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ein deutlicher 4:1 Erfolg, der Bayer schon wie den sicheren deutschen Meister erscheinen ließ. Sie können noch so viel sagen, dass wir schon durch sind und uns in Sicherheit wiegen wollen. Auf diese Fährte fallen wir nicht rein. Sie können Druck aufbauen, da fallen wir auch nicht rein. Sie können aufbauen, was sie wollen. Unsere Spieler wissen Bescheid, worum es geht. Und ich kann mich auf jeden verlassen. Und wir werden nächste Woche in München die deutsche Meisterschaft mit Bayer Leverkusen einfahren. Basta. Die Bayern erhielten sich zumindest die theoretische Chance auf den Titel mit einem 3:0-Sieg gegen Bielefeld, was zeitgleich den sicheren Abstieg für die Arminia bedeutete. Ein 1:1 gegen Schalke war die endgültige Rettung für Borussia Dortmund. Ihnen reichte ein Punkt aus einem schlechten Spiel, um eine missratene Saison mit einem blauen Auge zu überstehen. Die Tabelle vor dem letzten Spieltag, dem vielzitierten Herzschlagfinale. Leverkusen 3 Punkte vor den Bayern, allerdings mit der schlechteren Tordifferenz. Der HSV sicher auf 3, dahinter kämpften noch mehrere Teams um die internationalen Plätze. Und auch der dritte Absteiger, Ulm, Rostock oder Frankfurt, sollte erst am letzten Spieltag gefunden werden. Zunächst der Abstiegskampf. Hansa Rostocks umjubelter 2:0 Erfolg auf Schalke. Die Erlösung auf der Zielgeraden. Damit war gleichzeitig klar, dass der Verlierer des Spiels Eintracht Frankfurt gegen den SSV Ulm in die zweite Liga musste. Vor fast 60.000 Fans ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt. Dann kommt Kucera. Guignard und da ist Salou. Bashiru Salou, 1-0, 24. Minute. Vielleicht sichert sein 8. Saisontor den Klassenerhalt für Eintracht. 0:1 aus Andermatts Sicht. Woher soll der noch Hoffnung nehmen? Noch kein Spiel hat seine Mannschaft drehen können. Und die Ulmer waren hier bislang in allen Belangen das schwächere Team. Einwurf Oliver Unselt, dann Leandro. Leandro, was für ein Ding. Heinen am Boden und Van der Haar. Ausgleich, 1:1, 39. Minute, wie aus heiterem Himmel, völlig überraschend, egal wie man es nennt, das Ding zählt, Ausgleich. Martin Andermatt, die Selbstbeherrschung in Person und jetzt mal für eine ganze Sekunde außer Rand und Band. Stadler, Foul und Schiedsrichter Krug gab Elfmeter für Eintracht Frankfurt. Unerbittlich, hartherzig, liebe Ulmer, aber wohl korrekt. Ein Foul war es in jedem Fall und Reichenbergers getroffener Fuß auf der Linie und damit im 16-Meter-Raum. Also korrekte Entscheidung. Elfmeter, Horst Held in der 90. Minute drin. 2:1, das war's. Frankfurt bleibt in der Bundesliga. Frankfurter Megaparty, Wahnsinn, Wunder, was auch immer. Ein Herzschlagfinale hoch 10. Herr Magath, herzlichen Glückwunsch zu diesem Klassenerhalt. Aber war jemals Ihr Nervenkostüm angespannter als in den letzten Minuten? Nie, nie, mit Sicherheit nie. Was haben Sie in den letzten 5 Minuten gefühlt hier? Naja, nur noch sage, dass wir jetzt noch verlieren könnten. Magath, Retter der Eintracht. Keiner glaubte mehr zur Winterpause dran. Jetzt das doch nur. 10 Meter nebendran, tief in Niedergeschlagenheit mit der Hoffnung auf Rückkehr in Liga 1. Ich denke noch so richtig nach dem Wahlspruch. Die Ulmer stehen immer wieder auf. Aufstehen, wenn man ein Ulmer ist. Und das werden wir ganz sicher machen. Hier der Frust und da die Lust. Alle Jahre wieder. Frankfurter Megaparty. Felix Magath und ein Ständchen hat er uns auch noch mal gebracht. Hören wir mal rein.
30 Punkte holte er in 17 Spielen. Hut ab, was er hier trotz all der Hektik im Umfeld vollbracht hat. Frankfurt feiert den Klassenerhalt. Ulm ist abgestiegen. Der Showdown im Meisterkrimi. Die Bayern im eigenen Stadion gegen Bremen. Leverkusen nur 12 Kilometer entfernt in Unterhaching. Ein dramatisches Hin und Her. Die Ohrenspitzen nach Haching schielen und dennoch erfolgreich Fußball spielen. Das die Kunst für Bayern in diesen roten Trikots. Babbel, Einwurf. Wieder Babbel. Janka, der FC Bayern schon in der zweiten Minute auf Sollkurs. Die Pflicht vor Augen. Die Gedanken vielleicht 12 Kilometer entfernt. Noch ist Leverkusen Meister, noch ist aber die Hoffnung riesengroß. Einwurf Lizarazu. Fink. Flanke Lizarazu. Sergio Latte. Und wer ist da wieder zur Stelle? Der Janka Karsten mit seinem 9. Saisontor gegen pennende Bremer. Leichter bis jetzt, als Bayern das befürchtet hat. Babbel. Salihamidzic, toll, 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 Sergio, der Lustfußballer, Hacke, Spitze, tralala, wunderbar, hier zuzuschauen, 3:0 für den amtierenden Meister, der Werder auseinandernahm. Salihamidzic, der Wegbereiter, und dann der Fuchs, Sergio. Normal war es ihm hier viel zu langweilig. Haber. Oh, schön gemacht von Schwarz. Und dann ist Ballack da. Mein Gott, Michael Ballack, 21. Minute. Der Pass von Schwarz, eher harmlos. Den hätte er doch überall hinhauen können, meinetwegen auf die Tribüne. Aber Michael Ballack, das erste Eigentor seiner Karriere. Hier haben wir es nochmal gesehen. Keine Chance für Matisek. Hinter Ballack lauerte zwar Rackli, aber hau das Ding doch weg. Und die Reaktion der Leverkusener Fans. 21. Minute. Bilder, die keine Worte brauchen. Jetzt also wäre der FC Bayern deutscher Meister. Ja, hier ist der Wahnsinn los. Hier ist München, hier ist der ungläubige Jens, der Jeremies. Kunde aus Haching ist angekommen. Allgemeine Ungläubigkeit. Der Blick hinunter zu Uli Hoeneß, dem, der noch 100 Jahre vor Daum sein will. Schauen Sie sich das an. Die Eins hat er gezeigt. Die Äuglein strahlen. Die blanke Herzensfreude. Sie hatten selbst doch nicht mehr damit gerechnet. Jesus Maria, soll denn das wirklich noch gut gehen heute? Noch Wirklichkeit werden? Das Olympiastadion flippte aus. Laola für Haching. So die Reaktion nach dem Eigentor. Irre. Jens Jeremies, Tor für Haching. Der verletzte Kämpfer. Und die lachen sich schlapp da unten. Der Blick auf die Anzeigentafel. Die Bestätigung, das Unglaubliche. Fragezeichen. Herzog. Bode. Das 1:3 in der 40. Minute, ein Mini-Aufbäumer der Hanseaten kurz vor der Pause, dieser schöne Angriff. Hier hopst noch keiner auf der Tribüne, eher eine Nachdenklichkeit bei Rainer Kallmund und Rudi Völler. Und Haching kontert hier mit Seitz, der eingewechselte Breitenreiter. Spiel breit gemacht. Jetzt kommt Stremel, der will angespielt werden. Ja, da winkt er doch und da kommt der Ball. Seitz erneut in der Mitte, jetzt Oberleitner und da ist er drin. 2-0, 72. Minute, wie ein Schmetterling im Höhenrausch, Markus Oberleitner. Was ist das jetzt noch? Ist das Aufmuntern oder ist das schon Resignation bei Christoph Daum? Herrlich gemacht, zwischen Nowotny und Kovac steht er völlig frei, aber genial von Oberleitner. Gegen den hinteren Innenpfosten. Keine Chance für Matisek. Sein drittes Saisontor. 2-0 Haching. 72. Minute. Und ich denke mal, jetzt werden sie im Olympiastadion ein paar Kilometer weiter schon die ersten Sektflaschen aufmachen. Trauer bei Bayer und der Wahnsinn von München. Gleich im Bundesliga-Rückblick 99-2000.
ist München und hey, ja, Hoeneß fertig, völlig alle, ja, ja, 2:0 für Haching. Die coolen Bayern auf der Emotionsskala auf Anschlag. Bilder, wie sie so, glaube ich, bei allen 15 Titeln bisher noch nicht zu sehen und zu spüren waren, zu fühlen waren. Alles schnappte über, schnappte nach Luft, nach Hachinger Luft. Schöne Bilder. Jetzt das Ergebnis. 2:0, Effenberg, der Tiger, der Chef, das Spiel lief weiter. Ganz normal, das Olympiastadion stand Kopf. 2:0 Haching. Das Spiel müsste gleich zu Ende sein. Die letzten Sekunden und dann ist es aus. 2:0 Haching gegen Leverkusen. Der FC Bayern hat es und Leverkusen hat's verspielt. Nur weg noch, C. Roberto. Christoph Daum, der letzte Rest von Stolz, der einem tapferen Verlierer übrig bleibt in seinem Gesicht. Was ist hier zum Teufel schiefgelaufen? Wir haben seine Mannschaft nicht mehr wiedererkannt. Sie hat so großartigen Fußball gespielt, die ganze Rückrunde beherrscht und von alledem war heute nichts mehr zu sehen. Einsam ist er jetzt. Leverkusen ist in ein Loch gefallen und das Zentimeter vor dem rettenden Ziel. Trost gibt es jetzt sowieso nicht mehr. Wenn einem das Wasser in die Augen steigt, wird es feucht bewegt. Und jetzt kommt Christoph Daum mit seinem Sohn Marcel. Gefühle pur. Und nach diesen Tränen wollen wir jetzt Freudentränen sehen. Rüber ins Olympiastadion. Gefühl für Momente, wo man gehen muss. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wir haben selber nicht dran geglaubt, aber es Wunder gibt es immer wieder. Es ist ein wunderschönes Lied und heute ist eingetroffen und jetzt feiern wir nur noch. Meisterschaft gar nicht vorstellen, als so einen. Wir waren im letzten Jahr ja bei Pipifax. Was verdient Meister? Sally, das ist ja Karneval hier in München. Geil. Ist einfach unglaublich, was hier los ist. Und unglaublich, dass wir natürlich Meister geworden sind. Den Hachingern zu verdanken, dass sie unglaublich Großes geleistet haben. Und ich bin dankbar. Ja! 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 Das gibt's doch nicht schon. Das gibt's doch nicht. Dieser Titel, dieser 16. Triumph, ein vollgepacktes Wunderstück, gespickt mit Emotionen, die sie in München noch selten erlebt hat. Ist sie, die Schüssel, 180 Gramm Feingold, 5,5 Kilogramm Silber und eine Tonne voll Wonne und Emotionen. Bayern der Meister, geglaubt hat so richtig niemand mehr. Es ist ein sagenhafter Husarenstreich. Gratulation, Hitzfeld, Elba. Tauchen wir nochmals ein in die Welt der Gefühle. Der 16. Titel wird in die Geschichte eingehen, wie kaum einer zuvor. Die Seele lebt, das Herz glüht in der Landeshauptstadt. Mehmet Scholl. Der Meistermacher. Wollen wir mal hören, ob Ihr ewiger Rivale, der Uli Hoeneß, ein paar warme Worte für Sie hatte, nach dem, was heute passierte. Ja, ich muss ehrlich sagen, heute tut mir Christoph Daum leid, ohne Schadenfreude, denn er hätte eigentlich die Meisterschaft verdient und das war heute wirklich Pech für ihn. Das meinen Sie wirklich ernst? Ernst, ja. Ehrlich. Sie schütteln mit dem Kopf, Christoph, warum? Weil ich das nicht so ehrlich empfinde, muss ich sagen. Es ist ein Fußball ist auch ein Showgeschäft und
Wenn ich das Gefühl hätte, es wäre ehrlich, dann ging es mir jetzt ein bisschen besser, dann würde ich das auch wirklich annehmen. Aber ich muss sagen, ehrlich, ich empfinde das als Show. Aber okay, es kommt sehr gut an und er weiß auch, wie er sich jetzt zu verkaufen hat. Und das macht er sehr geschickt und sehr, sehr gut. Aber wenn es ehrlich gemeint sein sollte, dann würde ich mich wirklich darüber freuen. Die Abschlusstabelle zur Saison 99-2000. Die Bayern mit der Meisterschaft, an die sie selbst schon kaum noch geglaubt haben. Leverkusen mal wieder Zweiter. Hamburg und 1860 München spielen um den Einzug in die Champions League. Sicher im UEFA Cup dabei, Kaiserslautern und Hertha BSC. Für Schalke und Dortmund war es eine furchtbare Saison. Immerhin kleiner Trost für die BVB-Anhänger. Die Gelb-Schwarzen stehen am Ende vor den Blau-Weißen. Wieder am letzten Spieltag gerettet und bis zum Schluss gezittert Frankfurt und Rostock. Die Absteiger heißen Ulm, Bielefeld und Duisburg. Das waren die nackten Zahlen zum Bad der Emotionen.